Freude über Freude. Ihr Nachbarn kommt und hört, was mir dort auf der Heide, welch Wunder ist beschert. In den Stall. Ich schlich mich auf die Seite und guckt ein wenig rein. Da sah ich kein paar Leute und auch das Kinderlein. Es hatte statt ein Bett ein einzig Büschlein Stroh und lag wohl also nette, kein Maler träf es ein.